Hallo ihr Lieben, heute gibt es endlich mal wieder eine 10-Zutaten-Challenge und zwar mit euren Zutaten. Ich weiß noch gar nichts, muss gleich spontan aus 10 Zutaten was zaubern und jetzt geht's los. Kürbis, ich liebe Kürbis, danke Tony Tails. Also ich habe mal eine Phase gehabt, wo ich einfach 2 Jahre lang fast jeden Abend Kürbis gegessen habe. What you take, Apfel ist super. Von Wolkenzebra gibt es Walnüsse, Walnüsse mag ich auch richtig gerne, hier ein Futter. Von Johanna Hui, Haferflocken, von L.226, Honig. Ja, es sieht nach Süßem aus. Und Blätterteig von der Felicia Katharina Maria. Und Ingwer. Oh, das wird richtig gesund. Naja, okay. My Hero Zero One. Und Zimt. Oh ja, es ist schon herbstlich. Von Every Lara. Jinkume. Weiße Schokolade. Und von Dana 550. Der Saft einer Zitrone. Okay, Leute, ich überlege gerade mal. Man kann natürlich irgendwie alles in diesen Blätterteig reinhauen. Das wäre jetzt aber ein bisschen sehr lame. Ich versuche mir die Challenge ein bisschen schwieriger zu machen. Ich werde einen Teil in den Blätterteig packen und ich werde einen Teil zu so einer hoffentlich leckeren Soße machen. So, ich fange jetzt mit dem Blätterteig an, weil der muss ja erstmal in den Ofen und das kann ein bisschen dauern. Deswegen, ich mache den Blätterteig, rolle ich erstmal aus. Dann schneide ich mir den Apfel in Scheiben. So, ich überlege jetzt gerade, wie ich den Strudel belege. Also ich schätze mal der Breite nach. Okay, ich mache jetzt einen fancy ausgefallenen Strudel. Erstmal belege ich hier den mittleren Streifen mit Äpfeln. So, also ich habe jetzt auch nochmal hier eben, wie vorhin versprochen, die weiße Schokolade und die Nüsse drüber gemacht. So, und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, weil jetzt schneide ich da diese Streifen rein und versuche das zusammenzuklappen. Und ich hoffe, es hält. Ich habe die Enden jetzt auch nochmal zugeklappt und ich bin jetzt so gespannt, wie das dann gleich aussehen wird. Aber so kommt es jetzt erstmal in den Backofen. Uff. Okay, dann kommt jetzt die Soße dran. Ich esse Kürbis am allerliebsten so als Kürbisspalten im Backofen. Das ist auch richtig geil. Aber jetzt machen wir es so, dass ich ihn einmal halbiere. Wuhu! Dann hole ich die Kerne raus und schneide sie in ganz, ganz kleine Stücke. Wir haben jetzt ja kein Fett für die Pfanne. Ich will es aber in der Pfanne anbraten. Ich habe jetzt einfach eine beschichtete Pfanne genommen und hoffe, das geht. Und dann brate ich das für circa ja, so 10-15 Minuten an. Ich schäle den Ingwer und dann schneide ich mir noch ein bisschen was dazu in die Pfanne, also so klein und fein wie möglich. Dann haben wir auch ein bisschen Flüssigkeit. Die gebe ich dann noch dazu, das ist der Zitronensaft. Honig dazu, Haferflocken gebe ich dann auch noch rein. Ich hätte die Haferflocken auch anrösten können und dann einfach so drüber streuen. Aber ich meine, das wird auch so gut. Leute, das duftet richtig gut übrigens. Dann noch mit Zimt abschmecken. Et voilà. Fertig ist die Soße. Übrigens, mein Ofen ist ein bisschen kaputt, deswegen ist der Blätterteig ein kleines bisschen zu dunkel geworden, aber ich finde, es steht ihm. Die Farbe steht ihm. Der war so blass. Hat ein bisschen Farbe abgekriegt. Statt jetzt habe ich halt wirklich so richtig so schön so das Kürbiskompott dazu. Ist richtig zusammen an mit dem Blätterteig. Ich weiß nicht, ob man es in der Kombi genießen will, aber ich mache das jetzt einfach mal so. Jetzt probiere ich mal erstmal von dem Strudel hier. Schmeckt noch alle einzelnen Komponenten. Ich bin jetzt total froh, dass ich die Nüsse reingetan habe, weil das nämlich so ein zwischendurch so ein Knusper-Effekt ist. Das ist ganz geil. Die weiße Schokolade mit dem Apfel ist super geil. Also ich muss sagen, der Kürbis mit dieser Zitronensäure, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Aber in der Kombi mit dem Strudel ist es echt witzig, weil der Strudel halt schon sehr süß ist. Also den Strudel würde ich so wieder machen, den Kürbis mit weniger Zitronensaft vielleicht. Wenn ihr bald mal wieder eine 10-Zutaten-Challenge sehen wollt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Das wäre sehr hilfreich. Dann gibt es die auch ganz bald mal wieder. Bussi Baba.